Hallo, ich zeige euch jetzt, wie man einen Power Smoothie zubereitet, auch Booster genannt, denn da steckt richtig Kraft hinter. Den mache ich mir jetzt zum Frühstück, dann kann ich gut in den Tag starten. Ich zeige euch, was ich dazu benutze. Natürlich erstmal einen Mixer. Als Zutaten habe ich Folgendes gewählt: Einmal natürlich die Haferflocken. Dann, was braucht man für Haferflocken? Natürlich die Milch. Dann gebe ich am Ende noch einen Schuss Honig dazu. Dann ein paar Früchte. Da könnt ihr eigentlich, ich habe eine bunte Mischung genommen, allerdings tiefgefroren. Hier ist Mango, Himbeer, Erdbeer. Natürlich für jeden Smoothie die Grundzutat, eine Banane. Dann nehme ich noch etwas Saft und ein paar Eiswürfel kommen auch noch hinzu. Nächst gebe ich die Milch hinein. Dann kommen wir zu einer ganzen Banane. Die Reihenfolge ist auch nicht so wichtig. Hauptsächlich erstmal die Flüssigkeiten, damit der Mixer nachher rühren kann. Gebe ich noch ein bisschen Saft da rein. Ananas, Orangensaft, wie ihr wollt. Dann die Schüssel mit Haferflocken. Das ist das Wichtigste daran. Dann kommen die ganzen Früchte da rein. Denn es gibt ein Früchte-Müsli. Zu guter Letzt noch die Eiswürfel. Ein Schuss Honig. Und dann sind die Zutaten alle drin. Dann kommt das Ganze auf den Mixer. Einschalten. Stoppen und fertig ist der Power Booster.